Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Moonlighter. Jo. Jetzt habe ich mir ein erfrischendes Eis gegönnt. Boah, das war jetzt gut an. Echt, das hat jetzt wirklich gut an. Weil es ist so warm. Obwohl es gerade einmal Mittag ist bei uns. Übel. So, wir haben. Habe ich die Taschen voll? Nicht? Also, ich habe mir aussortiert, ne? Ein paar Zeugs für uns und so weiter, ne? Da können wir noch, bevor wir den Laden eröffnen, noch kurz schauen. Hallo! Ob für uns schon... Super, den könnten wir nochmal machen und verkaufen probieren. So, was wird gehen? Was wird der bringen? Mehr Rüstung. Also mehr Leben, so nicht mehr Rüstung. Mehr Leben. Schuhe würden auch gehen. Da wäre das nicht schlecht, oder? Ich würde sagen, das bauen wir uns einmal. Passt. Dankeschön. Und ziehen uns das gute Stück gleich mal an, oder? So. Sehr gut. Geht sich vielleicht noch was aus? Die Stiefel vielleicht? Wobei, das ist Lederdingens, hätte mir auch gut gefallen. Also Stoffrüstung war das, hoppla. Ah, da haben wir leider nicht genug von diesen Dingens da unten. Macht nichts. Vielleicht beim nächsten Mal. Sehr gut. Genau, Tränke können wir noch machen. Hallo. Ich hätte gerne ein paar Tränke. Und zwar so viel wie geht. Danke. Nur ein Stück, das passt. 4 für uns und 5 für die Helden. So, passt. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, eröffnen wir den Laden. Immer hereinspaziert in die gute Stube. Herzlich willkommen. Wir haben feinste Ware. Bitte bedienen Sie sich. Guten Tag. Der ist schon beleidigt. Dem interessiert schon nichts. Tag. Ah, der ist jetzt schon fündig geworden. Sehr gut. Super. Vielen Dank. So, ich glaube, wir können nachlegen. Sehr gut. Vielen Dank. So, was hätten wir noch? Das da. Bam, 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 bam. Oh, das ist enttäuscht. Das mag sie nicht. Ist zu teuer. Alles klar. Wir machen mal auf 2000. Vielen Dank für den Einkauf. Vielen Dank. Ist immer noch zu teuer, okay. So. Okay. Ja, tatsächlich. Vielleicht 1500. Ein Dieb. Ich glaube, ich bin. So. Du nimmst mir das nicht weg. Ganz sicher nicht. So. Vielen Dank für den Einkauf. So.
sagen. Oh, der ist erbost über den Preis. Hoppala, Hopperchen. Dann würde ich sagen, gehen wir runter auf 2000. Vielen Dank für den Einkauf, das ist wieder ein Dieb. Und hab ich schon. Nichts damit stehlen. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Die Kriegerin da unten schaut toll aus. Und Violett. Tschüss. Da freut sie sich. Schön. Oder er. Entschuldigung. Er freut sich. Dankeschön. Ah, da nimmt einer das Schmuckstück. Dankeschön. Vielen Dank. Es ist mir eine Freude und ein Vergnügen, mit ihren Geschäften zu machen. So. Oh, der ist immer noch sauer. Sind die Bücher so teuer? Okay. So. Yeah. Gerne. Auf Wiedersehen. Sehr gut. Dankeschön. Sehr gut. Wie viel haben wir denn verdient? Oh, 12.805 Goldmünzen. Das ist viel. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Unsere Taschen sind leer. Das passt. Dann würde ich sagen, wir marschieren wieder. Ich überlege gerade, Tränke braucht man jetzt. Müsste alles passen. So. Ah, hui. So. Schieben wir mal los. Sehr gut. Konzentration. So. Und nächster Raum. Sehr gut. Sehr gut. Und nächster Raum. Passt. Gut, gut, gut. Und dem einen schwarzen Dingens brauchen wir noch einen Haufen. So, einmal mitnehmen. Danke. Dann schauen wir da in den Wald hinein. Sehr gut. Sehr gut. Das war sehr mager eigentlich. Die Ausbeute. Drei Stunden später kommen sie wieder.
Bäh. Sehr gut. So. Hier sind wir soweit fertig. So. So. Au. Au. Passt. So. Zack. Zack. Passt. Ich würde sagen, gehen wir zuerst da lang. Oh, sehr gut. Hoppala. Sehr, sehr gut. Was haben wir da? Sie sind wie Motten. Und die nächsten. X. Genauso wie hier. Zack, zack. Passt, das ist erledigt. Schwupp. Na. Sollst du verrecken. Mit dir. So. Jetzt hier schon fertig. Schaut aus, ne? Gehen wir weiter. So. Das ist alles meins. Alles meins. Na, bleib da. Au. Und einmal noch. Jawohl. Passt, sehr gut. Dann gehen wir hier lang. Au. Sehr gut. Wenn man einmal weiß, wie man das Viech besiegen kann, geht es sogar nicht so schlecht. Oh, zwei von denen! Oh, wie cool! Was ist denn das? Golem-Meißel. Zweifellos ein Meißel, um einen Golem zu schnitzen und zu formen. Dem Aufbau nach scheinen die Architekten uns zu ähneln. Hm? Was ist das? Golem-Würfe. Golem-Entwürfe. Diese Bilder und eilig verfasste Notizen erinnern an einen Bauplan. Ein Bauplan für die Golems im Golem Dungeon? Fragezeichen. Ja. Ey, ich bin voll. Ich will nicht voll sein. Was haben wir hier dann wieder? Golem Fever. Sehr gut. Was ist das hier für ein Nebendings? Gegenstand geht kaputt, wenn du zu viele Treffer erhältst. Aha. So. Aha. Da muss ich mit dem tauschen. So. Ich glaube, das war's schon wieder. Wir können schon abhauen. Erika. Ja. Hm. Es ist schon wieder Tag. Boah, die Zeit vergeht. Das ist echt übel. So. So.
So. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Ich würde sagen... Ich würde sagen, wir beginnen da auch mal mit 5000. Und hier würde ich sagen, auch mit 5. So. Haben wir hier noch was zum Aufbessern? Ja, Stoff. Das. Sonst nichts, ne? So. Dann schmeißen wir gleich in die Truhe. Schade, mir fehlt genau ein Stück von dem Zeug. Boah, das ist bitter. Das ist bitter. Eisen. So, dann was noch? Ja, das Schwertelein. Das können wir auch brauchen. Passt. Wie schauen wir aus? Ja, sehr, sehr schön. Sehr schön. Stimmt, da habe ich noch Tränke gehabt. Die habe ich voll vergessen. Wieso habe ich da eigentlich Zweige dran? Das kann mir auch keiner sagen, ne? Na gut, dann würde ich sagen, ich verlasse nochmal kurz. Ich würde mir nämlich gern den Händler da unten mal anschauen, den da. Hallo, Ellen. Was sehen meine müden Äuglein? Ein Händlerkollege, servus, alte Hiten. Du musst Wills sein, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Danke, dass du mir geholfen hast, meinen Stand zu, also in Renoka, aufzuziehen. Ja, genau. Nein, nenn mich Ellen, bitte. Ja, Ellen Harper, genau. Meine handgefertigten Dekorationen erinnern die Leute daran, wie kunterbunt und lebendig das Leben sein kann. Wenn du Dekorationen für deinen Laden suchst, such beim Wanderkrämer, schau beim Wanderkrämer vorbei. Das ist das Golembrunnen, der ist ja hübsch. Erhöht die Wartezeit der Besucher in der Warteschlange. Ein erholsamer Quell mit energetischem Wasser aus dem Golem-Dungeon. Was haben wir hier? Golem-Banner. Erhöht die maximale Anzahl der Besucher des Shops. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das alte, in Mitleidenschaft gezogene Banner eines uralten Golem-Soldaten. Was haben wir hier? Golem-Bücher. Verlängert die Öffnungszeit des Shops. Das wäre auch super. Bücherkollektion über die Geschichte der Golem-Kultur. Ich will alles haben. Auf jeden Fall das schon mal. Ja. Das auch. Und das auch. Dankeschön. Was hat er denn noch? Da gibt es noch mehr. Wow. Blümchen. Waldblumen. Erhöht die Geschwindigkeit der Besucher. Die wunderschönen Farben des Walddungeons in einem kleinen Topf. Waldefeu. Erhöht die maximale Anzahl der Besucher des Shops. Efeu von den Wänden des Walddungeons. Und hier Fruchtbowle. Jeder Besucher legt seiner Zahlung ein großzügiges Trinkgeld bei. Ich kaufe mich hier dumm und deppert. Das habe ich schon gemerkt. Dabei gehen nur die beiden. Boah, ich muss das... Entschuldigung, das war ein Fehler. Nein. Ich will das alles haben. Ja. 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 Oh, wie cool. Ich will heim. Oh. Hallo, Gnädigste. Wie geht's dir? Will. Ich habe dich im Golem Dungeon gesehen. Irgendwas Mysteriöses gefunden. Ja. Mysteriös. Jein. Geht. Na dann. Schauen wir doch mal, oder? Müssen wir das jetzt alles erst aufstellen oder ist das schon automatisch aufgestellt? Wunschliste. Kalender.
Ich glaube, es ist automatisch aufgestellt. Ne? Hier sind Blümchen, oder? Es könnte aber auch sein, dass der Laden größer werden muss. Oder ich kann es hier hinstellen. Ah, okay. Ah, okay. Okay. Dann nehmen wir lieber das. Okay. Und hier können wir... ich verstehe schon. Der Brunnen ist halt so schön. Maximale Anzahl der Besucher... Geschwindigkeit der Besucher. So ist das. Gibt es dann hier noch eine Möglichkeit? Wahrscheinlich, desto größer die Hütte wird, umso mehr können wir dann dekorieren. Das passt so. Na Fisch, dann machen wir mal auf, oder? Hallo. Herzlich willkommen, gnädigste. Dam, 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 dam. Das hätte ich vielleicht noch tauschen können da oben. Hallo, hallo, hallöchen. Bitte bedienen Sie sich. Yeah! Vielen Dank! Oh, da ist irgendwas zu teuer. 300 ist zu teuer, okay. Machen wir 250. Dann würde ich sagen, nehmen wir die auch dazu. Hab dich, du Schuft. So, schleich dich raus. Oh. Bitteschön, danke sehr. Dankeschön. So, ich glaube, das hier ist zu teuer. Wollen wir es mal so. Boah, da ist schon fast alles weg, ey. So und das. Dankeschön. Oh, das ist auch böse. Das ist dem auch zu viel Geld. Machen wir da auch mal 3000. Dann. Vielen Dank. Vielen Dank. Da unten, jetzt habe ich halt nur mehr einzelne fast. Ja. Sehr gut. Danke. Da geht er damit. Danke. Ui, da ist sie böse. Da ist sie böse. Das passt nicht. Machen wir mal 100. Auch böse. Oh, ein Dieb.
dich. Du Kerl. So. Okay. Dankeschön. Tschüssi. Teuer. Warte kurz. 100 ist doch immer zu teuer. Ah, mal 70. Dankeschön. Der ist auch noch immer zu teuer. Okay. Vielleicht 1000. Der mag er auch nicht, scheinbar. Dankeschön. Wir hören uns bald wieder. So. Und das noch. Dankeschön. Servus. Ein Dieb. Hm? Schleich dich, du Dieb. Tja. Super. Dankeschön und tschüss. Sehr gut. Wir sind alles losgeworden. Fast alles. 8162. Das geht. Das ist okay. So. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir für unseren Shop noch was kriegen. Aha. So viel haben wir nicht. Das können wir probieren, ne? Ja. Und dann würde ich sagen, die nehmen wir auch. Ja. Ja, passt. Schön. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier. Und im nächsten Part gehen wir wieder in den Dungeon. Ihr Lieben, und das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.